Moin Leute, heute bin ich mal wieder alleine im Stall. Und ja, also Alfie, den habe ich jetzt gerade schon in die Führanlage gestellt. Zeige ich euch mal. Der kommt hier gleich vorbeigelaufen. Alfie! Mausi! Und Rocky, der steht draußen. Den muss ich jetzt reinholen, weil den soll ich jetzt gleich reiten. Der steht hier mit jemand anderem zusammen draußen. Und die werde ich jetzt mal reinholen und dann werde ich ihn gleich fertig machen. So, also Rock hat sich jetzt reingeholt. Nimm euch. Er war auf dem Paddock. Er sieht auch ein bisschen schlammig aus. Auf jeden Fall werden wir ihn dann jetzt mal putzen. Ne? Süßer. Bisschen süßer. So, also als erstes mache ich jetzt die ganze Bufe sauber. Ein wenig vom Schlamm befreien und auch auskratzen. Achso, und was ich sagen wollte ist, dass Alfie und Rocky haben jetzt kein Hufeisen mehr. Das kann ich euch einmal zeigen. So sieht das jetzt hier aus. Und Alfie hat auch keine mehr. Also vorne und hinten nicht mehr. Halt für den Winter, weil dort braucht man ja nicht unbedingt welche. Weil die Turniersaison ist ja jetzt halt vorbei erstmal. Und ja. Hinten ist gar nicht so viel drin. So, also jetzt werde ich die Decke abmachen und danach dann ein wenig überputzen. So. Ist gut. Eine Bürstung. So, da war ganz schön viel Sand unterm Bauch. Rocky rein. Hey, Schatzi. Mausi? No. Kamera sauber machen. So. Würste. So, also ich habe jetzt gerade eine Abschutzdecke auf Rocky gemacht. Hier ist so ein Eskadron-Symbol, wenn man das so sagt. Und zwar ist das die Decke aus der Heritage. Und ich finde die einfach total schön, weil die hat halt diese schönen, wie nennt man die denn so, diese Schnallen. Und die Kordel ist total hübsch. Und hier hinten hat die nochmal sowas. Das sieht einfach total cool aus. So, jetzt werde ich Gamaschen dran machen. Leider habe ich jetzt so keine aus der Kollektion, Bandagen oder so. Aber ich habe hier so andere Gamaschen in der gleichen Farbe. Und zwar sind die von Harry's Horse. Und die hat Mama mal von ihrer Arbeit mitgebracht. Und ich finde die einfach total schön, weil die halt auch richtig glänzen. Und so ein Schlangenleder haben, wenn man das so sagt. Auf jeden Fall sind sie auch schon sehr dreckig. Auf jeden Fall werde ich dann gleich noch den Sattel drauf machen. Ich reite heute mit Dressursattel. Und ja, jetzt erstmal die Gamaschen. Oh, ich muss gleich noch den Schweif putzen. Jetzt hole ich mal gerade einen Schweifbürstel.
hier. So, und dann gehen wir jetzt nochmal zur Mähne, die habe ich auch vergessen. So. Ja, ist gut. Sehr verklebt. So, dann geht es jetzt weiter mit dem Sattel. Hier ist der Sattel. Ich werde den jetzt mal gerade rausholen und auf den Hocker stellen und dann gleich auf Rocky legen. So, also ich werde hier jetzt erstmal meine Bügellänge richtig machen, weil Mama letztes Mal geritten ist. Deswegen muss ich die etwas kürzer machen. Versuche euch mal abzustellen. So, dann seht ihr mich auch. So. Wackel, wackel. Ich glaube, ich bin am Loch 17. So, und jetzt geht's dann ans Sattel. So, als nächstes ziehe ich jetzt meine Stiefel an. So, also als nächstes gehen wir dann jetzt gleich das Gebiss abwaschen, damit es also ein bisschen wärmer wird, weil es ist ja so kalt. Das habe ich euch schon mal in einem anderen Video erklärt, warum ich das mache. So. Handschuhe habe ich schon die ganze Zeit an und dann geht es jetzt ans Gebiss abwaschen. So, also ich habe mich dafür entschieden, jetzt doch eben erst an meinen Trenn seinen anderen Stirnriemen zu machen, der zu der Kollektion passt. Dort werde ich mir jetzt hier einen aussuchen. Ich denke, ich nehme diesen hier. Ups, so. Der hat auch so eine ähnliche Farbe, so ein leichtes Braun-Rosé. Und den werde ich jetzt erstmal an meinen Trensen machen. Ich hole die mal eben. Und zwar an diese Trense hier. Dort werde ich jetzt den alten abmachen. Da hatte ich jetzt gerade so einen schwarz-weißen dran. Ich weiß nicht, ich meine, ich bin letztens damit halt noch geritten. Auch für die Kollektion, weil dort ist ja auch sehr viel Schwarz drin. Dazu würde der auch sehr gut passen. Aber ich mache jetzt mal den anderen ran. Einmal die Zügel runterlassen. So. Und jetzt geht es dann zum Gebiss abwaschen. Mann! So, wir sind hier jetzt im Reiterstübchen. Also jetzt sollte es eigentlich warm sein. So, also ich habe Rocky jetzt gerade getrenzt. Und dann gehen wir jetzt gleich mal in die Reithalle. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was filmen, weil sehr viel los ist, sehr viele reiten. Und ich kann ja halt nicht alle mit aufs Video nehmen. Aber ich werde mal mein Bestes versuchen. So, ich bin jetzt fertig. Jetzt sattel ich ab.
Und jetzt noch umdecken. So, die Schränke habe ich jetzt zugemacht. Rocky steht dort. Alfie ist auf seiner Wiese. Auf dem Paddock, meinte ich. Kann man jetzt gerade leider nicht erkennen, weil hier so ein Netz voll ist. Auf jeden Fall steht er so geradeaus von uns. Und dann gehe ich jetzt mal die Box ausmisten. Dann stelle ich Rocky rein und dann hole ich Alfie nachher wieder rein. So, also wir haben die Ponys jetzt gerade reingeholt. Und ich finde, Rocky ist heute richtig gut gelaufen. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen, auch wenn nicht so viel zu sehen war beim Reiten. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!